Hola Leute und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier gerade vor dem Trim Castle in Trim. Wie ihr seht, ist hier die Burg hinter mir. Wir machen gleich eine Führung durch die Burg, wenn wir uns hier schon mal so ein bisschen den Hof sozusagen angeguckt, die Mauern, die hier noch übergeblieben sind. Und ja, wir werden jetzt gleich in das Schloss, beziehungsweise in die Burg, Schloss ist ja nicht, in die Burg reingehen und uns das angucken. Ich kriege eine geführte Tour mit einem Guide und ja, im Trim Castle wurde der Film Braveheart gedreht. Das haben wir erzählt bekommen, deshalb wollten wir uns das auch unbedingt eigentlich angucken, weil der Film ganz toll ist, wie ich finde. Und ja, es wurden ja ganz viele verschiedene Filme in Irland gedreht und Braveheart ist einer davon. Der wurde hier hinter mir in dieser Burg gedreht und ja, für alle, die Braveheart nicht gesehen haben, guckt euch das auf jeden Fall mal an. So, ich denke, ich melde mich einfach später nochmal von euch nach der Tour. Die geht jetzt gleich los. Also bis dann. Leute, wie versprochen melde ich mich noch einmal wieder bei euch. Und zwar sind wir inzwischen im Wicklow Mountains National Park im Glendalough Tal, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Hinter mir seht ihr den Upper Lake im Glendalough Tal. Da sind wir jetzt gerade hingelaufen. Wunderschön einfach hier. Es ist schön ruhig, der Rasenmäher. Hier war gerade bis eben noch ein Rasenmäher hinter uns her. Der ist inzwischen aus. Und jetzt hat man hier schön Ruhe. Es ist wirklich einfach wunderschön hier. Hier in den Wicklow Mountains wurde noch ein Film, den vielleicht einige von den weiblichen Zuschauern kennen, gedreht. Und zwar PS Ich liebe dich. Ein sehr schöner Film. Unbedingt angucken. Ist nicht unbedingt so liebesschnull. Okay, doch, eigentlich ist es schon ziemlich schnulzig. Aber es ist auch ziemlich lustig. Und ich mag den Film sehr, sehr gerne, weil er halt auch in Irland spielt. Zu einem ziemlich großen Teil des Films. Spielt er hier in Irland. Ja, wie gesagt, hinter mir der Upper Lake. Es gibt noch einen Lower Lake. Der ist ein bisschen weiter nach da in die Richtung. Da sind wir eben schon vorbeigegangen. Wir sind, wie gesagt, im Prinzip einmal fast durch den kompletten Park gegangen, um hierher zu kommen. Hat ein bisschen gedauert und wir werden uns jetzt auch gleich wieder auf den Rückweg machen, weil unser Bus sonst ohne uns losfährt. Aber ich dachte, ich melde mich einfach mal von dieser schönen Location hier bei euch, dass ihr mal seht, was ich hier so zu Gesicht bekomme. Und nicht nur auf Fotos, das ist ja immer doof. Jetzt seht ihr auch, wie sich das Wasser bewegt und die Geräusche. Und das ist ja alles immer noch ein bisschen besser, als wenn man nur so ein Foto sieht. Ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal von euch und melde mich dann heute Abend von zu Hause wieder bei euch. Bis dann.
Hallo Leute und einen guten Abend wünsche ich euch. Wir sind wieder zurück im Hostel. Wir waren ja noch in den Wicklow Mountains unterwegs, dann nachdem wir uns von Glendalough, das heißt übrigens glaube ich Glendalough, ich war mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber unser Guide hat auch immer gesagt Glendalough, also ja, wird es wahrscheinlich Glendalough ausgesprochen. Dann sind wir noch ein bisschen durch die Wicklow Mountains gefahren, haben uns da noch ein paar Drehorte von Filmen angeguckt. Wie gesagt, PS, ich liebe dich, wurde ja auch teilweise in Irland gedreht und wir waren an der einen Brücke, wo die erste Kennenlernszene der beiden Protagonisten stattgefunden hat. Wer den Film nicht kennt, angucken, Bilder dazu findet ihr ja auch hier in dem Video. Ja, das ist diese berühmte Brücke sozusagen. Dann haben wir noch was gegessen. Ich hatte Lasagne mit Knoblauchbrot. Knoblauchbrot ist sowas von lecker. Das schmeckt so toll, aber danach hat man eine ganz schöne Knoblauchfahne. Aber es geht glaube ich. Es geht, glaube ich. Es ist auszuhalten in meiner Nähe. Ja, wir werden jetzt relativ früh ins Bett gehen müssen. Unser Flug morgen geht schon um 6.50 Uhr morgens. Also da startet der Flug. Das heißt, man muss so um die 2 bis 3 Stunden vor dem Flug ja noch da sein, wegen Gepäck einchecken, selber einchecken, durch die Sicherheitskontrolle etc. Das heißt, wir stehen morgen im Prinzip um 2 Uhr auf, um dann um 3 Uhr zum Bus zu laufen, mit dem Bus dann zum Flughafen zu fahren und dann irgendwie rechtzeitig da zu sein. Das wird echt ganz schön scheiße. Aber na, ich bin noch am Überlegen, ob ich überhaupt schlafen soll. Weil es ist jetzt gleich schon 20 Uhr. Ihr könnt mal ausrechnen, 6 Stunden schlafen. Ich glaube, danach bin ich müder als vorher. Aber gut, ich kriege es schon irgendwie hin. Ich werde morgen wahrscheinlich, wenn ich dann endlich zu Hause bin, einfach nur ins Bett fallen und erstmal schlafen. Und dann wache ich am Freitag auf. Um 12 Uhr mittags. Krieg mein Zeugnis in die Hand gedrückt. Also wir haben am Freitag Abiturzeugnis, Vergabe und am Samstag dann Abiturball. Und ja, das wird ein cooles Wochenende. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich jetzt erstmal darauf, schlafen zu können. Ich bin sowas von K.O. von dem Tag heute. Deshalb verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Das hier wird dann auch das letzte Video sein. Morgen werde ich nicht mehr filmen, weil morgen sehen wir ja auch nichts mehr so von Irland. Außer den Flughafen und deshalb lohnt es sich dann nicht, noch ein Video zu machen. Deshalb verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch mit dem letzten Videolog. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie ich das zusammengeschnitten habe und die Fotos und die Orte, an denen wir waren. Es war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Urlaub. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch diese Freude ein bisschen mit euch teilen. Also dann sage ich jetzt ciao Leute und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann.